Vylott ist wirklich ein sehr, sehr großes Pokémon. Es ist 14,5 Meter lang. Wisst ihr, wie lang das ist? Das ist von hier bis hier. Oder anders gesagt, das sind 725 Kaugummis aneinandergereiht. Wenn ihr so viele Kaugummis habt, könnt ihr ein Jahr lang Kaugummis kauen, und zwar 2 Stück am Tag. Ihr müsst keine neuen mehr kaufen. Okay, wo waren wir? Und warum stehe ich eigentlich hier? Weil mehr. Es gibt nur ein Pokémon, das größer ist als Vylott, und das ist Endynalos. Das kann man aber nicht shiny hunten. Also solange sie kein größeres Pokémon erfinden, stimmt der Titel von diesem Video, und es ist kein Clickbait. Vylott ist das größte Shiny, das man suchen kann. Schauen wir uns Vylott mal genauer an. Okay, warum ist das so klein? Mein Galagladi sieht größer aus. Das liegt daran, dass in Kämpfen Pokémon immer ihre Standardgröße haben. Weil wenn Vylott so groß wäre, wie groß es ist, dann würde es nicht mal ins Bild passen. Gen 9 ist da inzwischen etwas realistischer. Da sieht man die verschiedenen Größen. Es gibt auch einen tollen Mod in BDSP, der die wahren Größen anzeigt. Das sorgt dann für, naja, lustige Momente. Das ist die Route, das ist die Route, das ist die Route, das ist die erste Route, das ist das erste Pokémon auf der Route. Das ist die Route, das ist so groß. Es ist so groß. Die Pokémon hier haben auch True Scale und sind auch randomized. Da ist Togepi, da ist Togepi. Seht ihr Togepi? Da ist Togepi. Togepi ist so klein. Der eine Typ mit den 6 Karpados, ey. Stalos! Stalos ist so groß! Ah, wie geil! Es reicht nicht! All diese Clips sind übrigens live auf twitch.tv/leosmind entstanden. Schaut da mal vorbei, wenn ihr live dabei sein wollt. Und all meine Videos archiviere ich übrigens auf dem Kanal Leos Archiv. Da könnt ihr auch die komplette Vylott-Jagd nachschauen. Das bedeutet also, wenn wir das größte Shiny haben wollen, können wir nicht einfach irgendein Vylott fangen. Wir brauchen den Giganten von der Rüstungsinsel. Wenn ihr das erste Schwert und Schild DLC gespielt habt, erinnert ihr euch sicher, wie ihr die Karte das erste Mal betreten habt und am Horizont dieses riesige Vylott gesehen habt. Das war so ein geiler Einstieg in das DLC, denn nicht nur Schild ist da im Wasser, es ist ein Encounter. Man kann da hinradeln und es fangen. Das war so ein geiler Moment im DLC und danach ging es nur noch bergab. Die Story vom DLC hat mich so gestresst. Dieser Möchtegern-Muten-Roshi und seine dummen Dad-Jokes. Oh mein Gott, hat er mich aufgeregt. Ich fand das DLC von der Story her wirklich so einfach egal. Vylott war das Highlight. Aber nachdem ich es gefangen hatte, dachte ich mir nichts weiter dabei. Es ist auch nie wieder erschienen. Ich und viele andere dachten, dass es ein Encounter ist, den man einmal pro Spielstand bekommt. Oh, no, 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 no. Dataminer Anubis hat herausgefunden, dass man jeden Tag eine Chance von 1 zu 100 hat, dass das Vylott wieder auftaucht. Also betritt man die Rüstungsinsel und das Vylott ist nicht da, muss man genau genommen 24 Stunden warten und hoffen, dass es am nächsten Tag erscheint. Zum Glück gibt es Dayskipping in Schwert und Schild, womit man einfach der Konsole vortäuschen kann, dass ein Tag vergangen ist. Im Fall von Vylott können wir uns also einfach an einen Raid stellen, von dem wir den Giganten sehen könnten. Dann betritt man den Raid und geht auf Mitspieler suchen. Dann gehen wir ins Home-Menü und stellen das Datum mindestens einen Tag nach vorne. Und wenn ihr das nachmachen wollt, jetzt ist ganz wichtig, es muss schnell gehen. Man geht zurück ins Spiel, geht auf Abbrechen und sobald du wieder in der Overworld bist, muss man so schnell es geht speichern. Vielleicht müsst ihr das paar Mal probieren. Das Menü geht nicht sofort auf und somit könnt ihr euch leicht verdrücken oder zu lang brauchen. Ziel ist es, so schnell zu speichern, dass ihr genau dazwischen speichert, wo quasi entschieden wurde, dass ein Tag vergangen ist, aber das Vylott noch nicht gespawnt ist. Ob ihr schnell genug gespeichert habt, lässt sich leider nicht überprüfen, aber wenn ihr so schnell ihr könnt speichert, wird das schon passen. Vergleicht einfach vom Timing her, wie ich es hier gemacht habe. Schneller ging es nicht und es hat funktioniert. Habt ihr dann diesen Speicherpunkt, könnt ihr ab dann immer wieder das Spiel neu starten. Die Map wird jedes Mal neu geladen und mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 kann das Vylott wieder spawnen. Ich habe meine Switch nur 11 Mal neu gestartet und dann ist das hier passiert. Tada! Ihr Dauter! Ihr Dauter! Warum dautet ihr? Warum dautet ihr der unfassbaren Anubis, die ein perfektes Tutorial gemacht hat?
Bam! Vylord, ich grüße dich. Das ist der erste Schritt, den ihr machen müsst, wenn ihr das Vylord Shiny hunten wollt. Das müsst ihr natürlich nicht machen, wenn ihr nie dieses Vylord gefangen habt. Schwimmt bei euch das Vylord rum, könnt ihr es natürlich sofort Shiny resetten und das geht so. Da es ein statischer Encounter ist, oder auch Strong Spawn genannt in Schwert und Schild, müssen wir das Vylord immer wieder spawnen lassen. Denn was für ein Vylord das ist, wird in dem Moment bestimmt, in dem es erscheint, nicht erst, wenn man es anrennt. Normalerweise können wir direkt vor einem Strong Spawn speichern. Ich habe einen Zungenbrecher erfunden. Normalerweise könnt ihr vor dem Strong Spawn speichern und einfach das Spiel neu starten. So wie bei den legendären Rittern zum Beispiel. Vylord erscheint aber nicht, wenn man sich der Location nähert, sondern sobald man die Rüstungsinsel betritt. Würde ich direkt vor Vylord speichern, würde ich immer wieder das gleiche Vylord encountern. Der nächste Ort, wo wir speichern können, ist der Bahnhof von der Insel. Stellt euch also da rein und speichert. Jedes Mal, wenn ihr jetzt den Bahnhof verlasst, spawnt ein neues Vylord. Da es in Schwert und Schild keine Overworld-Shinies gibt, also ihr könnt von weitem nicht sehen, ob es ein lila Wal ist, müssen wir jedes Mal hinradeln und in den Kampf gehen. Und ich weiß, es gibt inzwischen eine Mod, die Shinies in dem Spiel auch in der Overworld zeigt, aber nicht nur habe ich keine gemoddete Switch, ich will die Hand mir nicht leichter machen durch Mods. Shiny-Hunten ist schon leicht genug heutzutage, es soll da was Besonderes sein. Auf dem Weg zum Wal müsst ihr auf die Torhaido aufpassen. Deswegen bin ich immer über diese kleine Insel gefahren, damit das Torhaido aufhört, mich zu verfolgen. So schafft man es locker zu Vylord. Und das wiederholt ihr dann. Ihr ladet euren Spielstand neu, geht aus dem Bahnhof raus, das Vylord spawnt, ihr radelt hin, schaut, ob Shiny ist. Startet das Spiel neu, aus dem Bahnhof raus und so weiter. Habt ihr den Schillerpin, so verbessert ihr die Shiny-Chance von 1 zu 4096 auf 1 zu 1365. Ein Reset dauert ungefähr eine Minute. Rechnet lieber mehr ein, denn manchmal muss man um die Fleckmons rum und manchmal sind die Torhaidos nervig. Eine Minute mindestens. Also es geht nicht gerade schnell, aber das macht die Hand auch so besonders. Es ist schließlich das größte Shiny der Welt. Ich habe übrigens auch ein Patreon, da könnt ihr diese Videos immer früher sehen und natürlich auch ohne Werbung. Also wäre super geil, wenn ihr den mal auschecken könntet und vielleicht abonnieren könntet. Ich lade sogar auch exklusive Videos dort aus meinem privaten Leben hoch. Wie zum Beispiel wahrscheinlich das Making-of von diesem Video. Okay, dann schauen wir mal, wann mein Shiny-Riese kam. Eine Beleidigung von einem Freund. Oder noch nicht mal eine Beleidigung. Aber wenn du einen guten Freund hast, gute Freundin hast und die sagt zu dir, ey, du bist so doof. Und es ist nur das Wort doof. Du bist so dumm. Oh! Wir reden gleich über das Thema weiter. Was für ein Moment. Ey-o, ey-o, ey-o. Ist es nicht wunderschön? Es ist so klein. Warum bist du so klein? Du sollst das größte Vylord sein. Das hat sich gereimt. Nice. Wie fangen wir das jetzt? Ich schmeiß einfach mal ein paar Heilbälle und wir gucken, was passiert. Und dann, wenn es nie eine Attacke macht, oder wir zählen die Attacken, die es macht, vielleicht bleibt es auch drin. Und dann bei den letzten Heilbällen, wenn es nicht drin bleibt, dann machen wir Trugschlag. Oder so! Immer diese Sorgen, die man sich davor macht. Kühn! Sieht es nicht kühn aus? Seine kleinen Augen widerspiegeln Kühnheit. Und es hat sogar ein Zeichen, Mittagszeichen, also das Standardzeichen, was es gibt. Vylord. Es wird gar nicht rausgeworfen? Schön. Warte, wir müssen das YouTube-Thumbnail machen. Oh, der war gut. Geil, oder? Der Gigant der Meere als Shiny. Leider hat das größte Vylord im Kampf auch die Standardgröße. Und Vylord gibt es nicht in Karmesin und Purpur, also keine Möglichkeit zu überprüfen, ob es da größer wäre. Aber ich habe die Hoffnung, dass die Daten, also dass es so riesig ist, irgendwo in dem Vylord drinstecken. Und wenn jetzt zum Beispiel Gen 10 veröffentlicht wird und Vylord existiert dort, dass es dann dort direkt die größte Form hat. Diese Hoffnung wurde leider zerschmettert, als Anubis mir gratuliert hat. Anscheinend hat Anubis das Vylord angeschaut und herausgefunden, dass es genau die gleichen Daten hat wie jedes andere Vylord. Es ist also komplett random, ob es winzig ist oder riesig ist. Schade. Aber wie Anubis auch gesagt hat, und es stimmt auch, ich bzw. wir wissen, es ist das größte Vylord, das größte Shiny, das existiert.
Also wird das Wailord leider nie wieder so groß sein wie am Horizont von der Rüstungsinsel. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es das größte Wailord ist und das reicht mir. Habt ihr auch Bock auf diese Shiny Hand? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Bock drauf machen, denn ich finde sie wirklich, wirklich besonders. Und zum Ende schauen wir jetzt hier in Irland am Meer, gen Horizont, da wo das Wailord auf der Rüstungsinsel war. Und wir schauen uns all die Supporter an, die diesen Kanal so unglaublich unterstützen. Redface, Teasy, Daniela, Butters, Jonas, Devilbee, J-Game, Robin, Superphil, Mika, Shrick, Menemo, Azrael, Mariko, Itako, Danuva, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco Bryan, Hamke, der Fast Guy, Eva, Delprani und Henriette. Vielen, vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.